ganz früher nichts anderes gemacht haben. Es gibt keine Routine, das ist das Schöne. Allein der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, jedes Schuljahr ist neu im Hinblick auf die Pädagogik, auf das Unterrichten, auf das Motivieren und auch ja, das soziale Leben fördern. Wir haben hier ein Sammelsurium auch im Rahmen der Inklusion von vielen unterschiedlichen Defiziten, die normalerweise einen Schüler, der an der Regelschule ist, scheitern lassen würden. Und was ganz wichtig ist, die Schüler erreichen hier das Fachabitur und die fachgebundene bzw. die allgemeine Hochschulreife. Da bin ich auch verfolgt. Man ist mit Bildern möchten. Vorher habe ich nur in der Alka gearbeitet, als Pro-Kaufmann. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass er mich total fördert. Das Thema heute ist dann, wie bewegt sich denn jetzt ein Körper, wenn ich den nicht einfach fallen lasse, sondern wenn ich den wegwerfe. Dazu haben wir hier eine sogenannte Wurfmaschine. Und Daniel, wenn Sie mich sehr ärgern, dann... Was ich vermitteln möchte jetzt, dass auch die oft als schwierig empfundenen Fächer Mathematik und Physik Spaß machen können. Erstmal, wie kann man jemanden, der in der Sprachentwicklung Defizite hat, wie kann man dem bestimmte auch sehr abstrakte Sachverhalte, gerade in Mathematik oder Physik, nahebringen, dass der sich ein Bild davon machen kann. Was ich sehr gemerkt habe hier, ist, dass meine Noten um einiges besser geworden sind. Vorher war ich auf einer ganz normalen Realschule. Und in der alten Schule ist es so, dass in einer Klasse so 30 Leute drin waren und dadurch viele so Störgeräusche waren und ich mich nicht so wirklich konzentrieren konnte. Ja, und hier, weil die Klassen so klein sind, ist es auch viel intensiver mit den, also die Lehrer haben halt dadurch mehr Zeit, auf die einzelnen Schüler einzugehen. Eine kleine Klasse ändert dem so viel, dass also man lernt die Leute einfach mehr kennen oder besser kennen, intensiver kennen, weil halt einfach nicht so viele da sind und man lernt halt die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, egal ob sie schwerhörig sind oder blind sind oder sonst irgendeine Behinderung haben. Man kann einfach mit denen genauso Kontakt haben wie mit normalen Menschen und Spaß haben, feiern gehen und sowas. Als ich am Internat gekommen bin, ich war halt eben ganz allein ich, in eine große Stadt und fremde Stadt. Ich kenne da niemanden, nur meine Freundin. Ja, das war halt eben, als würde ich in kaltes Wasser reingeschmissen. Also du weißt gar nichts, was auf dich zukommt. Aber man lernt nach einer Zeit. Also mir gefällt hier in München richtig gut. Es ist viel mehr los als bei uns zu Hause. Mein Vater, der fand es am Anfang ziemlich schlimm, als ich ihm meine Entscheidung mitgeteilt habe im Sommer, dass ich auf München in die Schule gehen möchte. Und dann war der halt eben, hat sich so an mir geklammert und der wollte mich nicht loslassen. Aber nach einer Zeit hat er dann eingesehen, dass er mal seine Tochter loslassen soll. Und mittlerweile hat er es akzeptiert, dass ich hier bin. Manchmal sagt er auch, schade, dass du wieder nach München musst und bleib doch länger da. So, nein, ich muss in die Schule, ich will was lernen, ich will mich weiterentwickeln. Ich wollte Modedesign machen, weil ich schon immer so drauf geachtet habe, was andere Leute anhaben. Und dann bin ich halt hier auf die Schule gekommen und habe gemerkt, dass ich mich auch für andere Sachen interessiere. I
bei mir wurde die auditive Wahrnehmungsstörung ziemlich spät erkannt. Mit 7, 8, 9 Jahren sowas. Mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, denen sage ich halt, dass ich die Behinderung habe. Und dann, wenn ich halt dann was nicht verstehe oder so, dann frage ich halt nach, ganz normal. Und dann erklären sie es halt nochmal. Ich habe an der Schule kennengelernt, mit der Mutter die Gym kriegen. Wie sie vorkriegen, mit der Ausbildung oder was du willst, die Träumen von den anderen Schülern in den anderen Ländern hin. Und deswegen muss ich meine Abitur auszuhören und zu dir zu kriegen, damit mir mehr Möglichkeiten erhofft werden. Ich bin so ziemlich so eine, wo, wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich es auch nicht kann, dann versuche ich so lange dran zu bleiben, bis ich das schaffe. Deswegen setze ich mich auch extrem unter Druck. Hier ist es halt eben wesentlich entspannter, habe ich auch wirklich gelernt wieder. Okay, entspann dich jetzt mal, hier ist es alles gut, du kannst ja noch lernen und so. Da habe ich auch mehr Zeit, also ich nicht mehr so unter Druck, du musst es machen, du musst es noch machen, du musst besser sein als die anderen und so. Das ist hier hat man irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich habe mich irgendwie wieder gelernt, lockerer anzugehen. Ja, die Sammel-Heinecke-Schule ist aufgeschlossen, freundlich. Ja, man kann viel erleben. Ja, viel lernen.